Hallo. Efendim. Hallo. Alo, buyurun. Hallo, ich bin die Frau. Ich rufe Sie wegen dem Taxi an, das Sie bestellt haben. Unser Fahrer sagt, dass er jetzt schon seit einiger Zeit wartet und keiner ist da. Lan oğlum, ich bin keine Taxi gepistellt. Ich hab nicht Sie Taxi können sich ganz gepistellt. schlecht hören. Ich hab keine Taxi gepistellt. Hast du jetzt gehört? Was soll das heißen? Sie haben kein Taxi bestellt. Ich rufe Sie auf der Handynummer an, mit der Sie bei uns nach einem Taxi gefragt haben. Sind Sie sicher, dass niemand über Ihr Handy ein Taxi bestellt hat? Yavrum, guck mal, ich schau mal an, ich bin wohnen, guck in die Fremden, oğlum. Türkei gegen Krieg, ich nix Papa, Taxi ich sehe bestelle. mir gerade unser Anrufprotokoll durch. Dünne Dur, dur, mal. dur. Von Ihrer Handynummer aus wurde ein Taxi in die Hauptstraße Nummer 17 gerufen. Nein. Nein, 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 hier 42. Ja, verstanden. Also, ich erkläre es Ihnen. Bitte. Leider erhalten wir sehr viele von diesen Scherzanrufen. Aber Sie sollten wissen, dass die Taxivereinigung entschieden hat, in Zukunft auch Dur, solche dur. Leerfahrten zu verrechnen. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie ein Taxi bestellen, wird Ihnen auch diese Leerfahrt verrechnet. Du Ist das in kannst, Ordnung für Sie? weißt du was, du kannst mal meine Arschläge, ich hab nicht Taxi bestellt, oğlum. Hier ist 42. Ich finde, Sie sind ein bisschen zu alt für solche Spielchen, oder? Was meinen Sie? Oh, nein, oğlum, bringst du deine Mama dann? Kasperl, oder? Warum schreiben Sie nicht an ProSieben? Vielleicht brauchen wir noch einen Komiker für Ihr Programm. Ay, senin programını kafenin de oğlum yap keine taksi gibi. Esra kapma. Willst du doch mich verrückt machen oder was? Kapattı. Jetzt ruft der Polizei nach.